Diese 8 Fehler werden dich ganz bestimmt davon abhalten, in diesem Krypto-Run richtig fette Renditen zu machen. Und genau aus diesem Grund solltest du das Video bis zum Schluss anschauen, denn ich zeige dir die Fehler einmal auf und erkläre dir auch, was du an Stelle machen solltest, um diesen Krypto-Run maximal profitabel mitzunehmen. Denn es ist meiner Meinung nach mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch der letzte Krypto-Run. Und genau aus diesem Grund solltest du diese Chance, die wirklich einmalig ist, nicht verpassen. Es ist aber unglaublich schwer mit Kryptowährungen. Und ich weiß das, weil ich meine ersten Kryptowährungen 2016 gekauft habe und bisher alles miterlebt habe am Kryptomarkt. Die gesamte Euphorie, die gesamte Destruktion im Bärenmarkt, die gesamte emotionale Rollercoaster-mäßige Achterbahnfahrt. Und genau aus diesem Grund ist dieses Video unglaublich wichtig. Abonnier den Kanal, lass mich in den Kommentaren wissen, was du davon denkst und teile das Video mit deinen Freunden und deiner Family, damit ihr diese Fehler nicht macht. Der erste Fehler ist der Recency Bias und dass du den Recency Bias verstehen kannst, denn alle Kryptoinvestoren haben das Problem des Recency Bias, muss ich einmal kurz das Screensharing starten. Ich gebe dir zwei Beispiele, wie der Recency Bias das Leben der Kryptowährungen dominiert. Ein Beispiel kommt aus der Aktienwelt. Wir sehen hier den S&P 500 und ich zeige dir den S&P 500 deswegen auf, denn jeder wird sagen, oh mein Gott, der S&P 500 ist das Allheilmittel für alles, denn er steigt ja nur. Und wenn wir auch mal richtig rausgehen, wir sehen, er steigt nur. Doch was die Leute nicht sehen im S&P 500 ist, dass wir alle am Recency Bias leiden. Und ich zeige dir gleich danach den Kryptochart und wie auch du im Krypto am Recency Bias leidest. Denn wir sehen hier, dass zum Beispiel es eine Periode gab, nehmen wir mal die 90er Jahre. Von den 90er Jahren bis 2000 hat auch der S&P 500 nichts anderes gemacht als ein Allzeithoch nach dem anderen. Und alle haben gedacht, never bet against America. Und alle haben gedacht, S&P. Und alle haben gedacht, Tech-Aktien. Und alle wurden reich. Und dann kam aber das Folgende. Es kam eine Veränderung. Das bedeutet, der Recency Bias zeigt, dass wir immer die jüngste Vergangenheit in die Zukunft projizieren. Und das ist aber unglaublich gefährlich, denn irgendwann kommt die Trendwende. Und hier war die Trendwende von 2000 bis 2013, wo insgesamt der S&P, wenn du im Worst Moment eingestiegen wärst, hättest du 13 Jahre gebraucht, um das Geld wieder zurückzuhaben. Halt das mal emotional aus. Wer hat schon einen Zeithorizont von 13 Jahren? Und hier gab es andere Stories, andere Narrative. Die Story war hier auf einmal Rohstoffe. Die Story war hier auf einmal Emerging Markets. Und niemand wollte mehr Amerika haben und niemand wollte mehr Tech haben. Okay, natürlich hat sich das erholt und jetzt ist die Story wieder Tech und jetzt ist die Story wieder Amerika. Und es kann sein, dass das noch 5 Jahre weitergeht, aber dann gibt es vermutlich eine neue Story. Und die Story muss dann nicht Rohstoffe sein, die muss dann nicht Emerging Markets sein, die kann dann auch was anderes sein. Zum Beispiel war sie Anfang der 90er, Ende der 80er, 90er auch mal Japan und dann war auf einmal Japan eine Riesenbubble. Aber es geht darum, die Börse lebt von neuen Geschichten und wir denken immer, dass die letzten 5 bis 10 Jahre in die Zukunft gerichtet genauso aussehen werden. Das werden sie aber vermutlich nicht. Genau aus diesem Grund hat auch 2019 jeder Crash-Prophet die Bankenkrise prophezeit, weil das eben die letzte Krise war. Es kam aber dann die Corona-Krise und das ist ganz, ganz wichtig, denn das, was in der Vergangenheit passiert ist, weiß ja jeder, es ist eingepreist und oft ist es dann so, dass es wahrscheinlich sogar in der Zukunft nicht mehr passieren wird. Wenn wir uns jetzt mal den Bitcoin anschauen, sehen wir, dass wir hier eine ähnliche Situation haben. Wir sehen jetzt mal den Bitcoin-Preis von Coinbase. Und wir gehen am besten noch länger zurück. Bei Bitstamp sehen wir es noch länger. Wenn wir uns den Bitstamp-Bitcoin-Preis anschauen, dann sehen wir, dass von 2012 bis 2024 Bitcoin nur gestiegen ist. Dann sehen wir auch, dass es diese Zyklen gab. Bitcoin steigt, dann korrigiert Bitcoin, Bitcoin steigt, korrigiert, Bullenmarkt, Bärenmarkt und alle sind immer reich geworden. Das bedeutet, die beste Strategie im Bitcoin wäre es gewesen, Buy and Hold zu machen.
Aber das ist wieder der Recency Bias. Nur weil Bitcoin in der Vergangenheit immer gestiegen ist, heißt das nicht, dass es in der Zukunft immer steigen wird. Denn das ist der Recency Bias. Nur weil es viermal so war, dass wir Bitcoin-Zyklen, Halving und so weiter hatten, heißt das nicht, dass es ein fünftes Mal so kommen wird. Ich glaube persönlich schon, dass Bitcoin steigt und neue Hochs machen wird. Aber ich glaube nicht, dass Bitcoin steigt und neue Hochs macht wegen den Halving, auch nicht, weil es Zyklen gibt, sondern weil die Zentralbanken wieder Geld drucken werden müssen, weil die Liquidität wieder ausgeweitet wird. Und jedes Mal, wenn die Liquidität ausgeweitet wird, haben die Leute mehr Geld. Wenn die Leute mehr Geld haben, wollen sie mehr spekulieren, dann geht auch etwas davon in Bitcoin. Das ist meine Interpretation. Aber es ist unglaublich wichtig, dass du nicht diesem Fehler unterliegst und sagst, naja, Bitcoin hat letztes Mal so und so und jetzt wird es das wieder tun. Das ist der Recency Bias. Der zweite Effekt, warum sehr viele Leute in diesem Crypto-Run wieder unglaublich viel Geld verlieren werden, ist der Dispositionseffekt. Und der Dispositionseffekt, es ist so wichtig, dass du das verstehst. Unser Gehirn ist nicht dazu gemacht, um mit Krypto-Trading reich zu werden oder an der Börse erfolgreich zu machen sein, sondern unser Gehirn ist dazu gemacht, um in der Savanne zu überleben und vom Säbelzahntiger davon zu laufen. Wir leben seit 10.000 Jahren mit Landwirtschaft konfrontiert. Seit 200 Jahren ist die industrielle Revolution erstmal im Gange. Seit 50 Jahren gibt es Computer. Unser Gehirn kann sich so schnell nicht adaptieren. Wir sind immer noch perfekt für die Savanne und die Steinzeit gemacht. Vielleicht nicht die Steinzeit, aber das Gehirn hat sich in den letzten paar tausend Jahren sehr wenig weiterentwickelt, während sich der technologische Fortschritt so schnell weiterentwickelt hat. Und genau aus diesem Grund haben wir ja diese Verhaltensverzerrungen und diese Irrationalitäten, eben um in dem Urwald, in der Savanne perfekt zu überleben, aber nicht an der Börse. Und deswegen musst du dir dem bewusst sein. Also Dispositionseffekt bedeutet, wir neigen dazu, Gewinne zu früh mitzunehmen und Verluste zu lange auszusitzen. Was genau heißt das? Naja, das heißt nichts anderes, als dass wenn du mit einer Aktie 20% Gewinn machst, sagt dein Gehirn, du hast jetzt Gewinn gemacht, du musst Gewinne mitnehmen, Gewinne mitnehmen, Gewinne mitnehmen, Gewinne mitnehmen. Wenn du mit einer Aktie 20% Verlust gemacht hast oder mit einem Altcoin, sagt dein Gehirn, das wird schon wieder, das wird schon wieder, nur warten, nur warten, nur warten. Wir neigen einfach dazu, Gewinne zu früh zu nehmen, Verluste zu lange auszusitzen. Genau aus diesem Grund sitzt du mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit immer noch in den ganzen Loser-Coins des letzten Bärenmarktes, die noch immer es nicht geschafft haben, sich zu erholen und bist noch nicht auf die ganzen Gewinner-Coins umgestiegen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ein Beispiel ist Solana. Warum ist Solana als Beispiel interessant? Naja, wir schauen uns mal den Solana-Chart an und wir sehen jetzt hat bei Solana, es hat unglaublich stark geblutet im Bärenmarkt, FTX, diese ganze Thematik. Aber Solana war der Coin, der sich am stärksten, am krassesten, am schnellsten wieder erholt hat. Und viele Leute sitzen halt jetzt halt noch auf, weiß ich nicht, zum Beispiel einfach nur ein Beispiel, Litecoin, LTC, ist unglaublich interessant, wenn wir es mal gegen Bitcoin gemessen betrachten. Denn Litecoin gegen Bitcoin sieht so aus. Es ist ein unglaubliches Desaster. Litecoin verliert nur gegen Bitcoin. Das bedeutet, die Leute sitzen noch im alten Coin drin, wollen nicht wahrhaben, dass wir in einer neuen Realität sind und verpassen dann solche Chancen wie Solana. Ein anderes Beispiel ist Avalanche, auch ein Coin, der sehr gut läuft. Wie gesagt, wir analysieren die Coins in der Pure Alpha Gruppe. Ich gehe jetzt nicht auf die Coins ein, sondern ich gehe auf die Fehler ein, die du nicht machen solltest. Also Dispositionseffekt, zweiter Fehler. Dritter Fehler, Risikomanagement. Was ist Risikomanagement? Ganz ehrlich, Leute, ich kriege so viel Pushback von Leuten, die viel zu hoch in DFI investiert waren, jetzt Geld verloren haben und meinen, ich bin dafür verantwortlich. Dabei habe ich im Bärenmarkt Videos gemacht, also 2022, als DFI noch bei 4 Dollar stand, wo ich gesagt habe, ich habe die Hälfte aller meiner DFI verkauft, um dollarneutrale Strategien zu fahren und mir die 100% Liquidity Mining Rewards, die es damals noch gab, abzugreifen, während ich DFI mit der anderen Hälfte long war und Nvidia und solche Aktien geschortet habe und das sich dann ausgeglichen hat. Das bedeutet, ich war long short, also preisneutral und habe die ganzen Rewards abgecashed und hatte meine Hälfte der DFI-Gewinne schon gesichert.
Und das ganze Thema war ein Risikomanagement. Ich wollte einfach nicht so stark in Krypto und so stark in DFI investiert sein, weshalb ich dann immer sukzessive mehr Gewinne mitgenommen habe. Das Risikomanagement besagt, ich gebe dir einfach mal ein Beispiel, angenommen, du hast 100.000 Dollar und du investierst 10% in Kryptowährungen. Das ist ein Beispiel, du hast 100.000 Dollar und du gibst 10% in Kryptowährungen, jetzt hast du 10% Krypto-Exposure. Jetzt macht Bitcoin wilde Sachen, wie zum Beispiel, gehen wir wieder her, wie zum Beispiel, dass es von, weiß ich nicht, von 3.000 nach, sagen wir mal von 200 hier nach der China-Bubble auf 20.000 geht und 100x macht. Das bedeutet, du hast jetzt halt mit deinem Krypto-Coin deines Vertrauens 100x gemacht. Das heißt, du hattest 10.000 reingegeben, du hattest 10% reingegeben, hast aber 100x gemacht. Das bedeutet, du hast dein gesamtes Vermögen verzehnfacht. Aber du hast jetzt natürlich nicht mehr 10% Krypto, sondern einen viel höheren Prozentsatz Krypto in deinem Portfolio. Und dann musst du halt hergehen und sagen, willst du diese starke Krypto-Allokation von fast 90% in deinem Portfolio? Oder sagst du, ich allokiere jetzt wieder raus und gehe wieder auf 10%? Und das ist die Strategie, die sich Risikomanagement nennt und die bedeutet, du gibst nie mehr Geld in einen Krypto-Coin, als du bereit bist zu verlieren. Und genau aus diesem Grund sind so viele Leute so emotional angegraben, wenn dann der Bärenmarkt ihren Lieblingscoin kaputt macht, weil sie viel mehr Geld reingegeben haben, als sie bereit waren zu verlieren. Und genau aus diesem Grund gebe ich in jeden Coin nur genau so viel Geld, wie ich eben bereit bin abzuschreiben, wenn meine These nicht stimmt, denn niemand weiß es. Die nächste Sache ist eben Gewinnmitnahmen. Viele Leute nehmen keine Gewinne mit, weil sie sagen, oh mein Gott, ich muss hier Millionär werden. Oh mein Gott, ich brauche 5 Millionen, ich brauche 10 Millionen oder ich brauche 100.000. Was auch immer deine finanziellen Ziele sind. Krypto ist nicht da, um deine finanziellen Träume zu verwirklichen, sondern Krypto ist da, um als volatiles Asset dir die Möglichkeit zu geben, Volatilität als Chance zu begreifen, wenn du mit einem richtigen Risikomanagement die Volatilität spielst. Das bedeutet, nur so viel reingibst, dass du emotional entspannt bist. Wenn es gut läuft, nimmst du die Gewinne mit. Wenn es schlecht läuft, musst du es abschreiben. Wenn dich Strategien zu Gewinnmitnahmen interessieren, lass es mich jetzt in den Kommentaren wissen. Dann bereiten wir ein Video explizit zu Gewinnmitnahmen mit. Und du kannst natürlich auch die Videos mit 1,5-facher Geschwindigkeit hören. Das Wichtige ist aber, dass du dir Notizen machst, dann kannst du das Maximale hier rausnehmen. Der nächste Fehler ist der Confirmation Bias. Der Confirmation Bias besagt, dass wir die Information stärker gewichten oder als wichtiger erachten, die unserem aktuellen Weltbild entspricht. Das bedeutet wieder Homo sapiens, Savanne. Wir sind nicht dafür gemacht, um im Informationstechnologie-Zeitalter zu überleben. Wir wollen immer das hören, was unsere eigentliche Meinung, unser eigentliches Weltbild bestätigt. Das ist aber unglaublich gefährlich, weil die Wahrheit, Stichpunkt kollektive Intelligenz, die Wahrheit setzt sich immer aus der gesamten Realität zusammen. Und viele Leute schauen eben immer nur dahin, wo sie das bekommen, was sie interessiert. Deswegen ist Social Media auch so gefährlich, weil Social Media die gesamten Blasenbildungen unglaublich stark fördert und die Leute nur noch in ihrer Blase leben und völlig den Blick für das große Ganze verlieren. Wenn dich das Thema kollektive Intelligenz und Investieren mit kollektiver Intelligenz interessiert, empfehle ich dieses Video. Dann ist das nächste Thema der Overconfirmation Bias, einfach deswegen, dass wir oft uns selbst komplett überschätzen. Was bedeutet das? Naja, wir denken einfach, wir könnten alles und sind viel zu wenig humble. Was bedeutet humble sein? Die besten Investoren sind immer die, die akzeptiert haben, dass sie eigentlich nichts wissen. Ich weiß, dass ich nichts weiß von Sokrates, ist so eine wichtige Lektion am Kryptomarkt, denn niemand weiß, wo der Preis hingeht. Niemand weiß, welche Kryptowährungen morgen steigen werden. Es geht nur darum, eine Strategie zu haben und das einmal zu akzeptieren, dass ich nichts weiß, ist so, so wichtig, denn
Die Börse hat ja den tollen Effekt, dass ich ein sofortiges Feedback bekomme. Das heißt, ich mache einen Fehler, der Preis geht nach unten, ich kriege sofort eine in die Fresse und dann muss man sich selbst eingestehen, dass man falsch lag. Nun kommen wir zum Endowment-Effekt, der unglaublich wichtig ist, denn er besagt, dass das, was wir schon haben, also den Coin, den wir bereits im Portfolio haben, dass wir immer denken, das ist das Beste und dass wir das anders einschätzen, als wenn wir es noch nicht hätten. Das bedeutet, wenn du jetzt Litecoin oder DeFi-Chain analysierst, dann kommst du zu einem anderen Ergebnis, wenn du es noch nicht im Portfolio hast, ein nüchterneres und ein diversifizierteres, als wenn du Litecoin und DeFi-Chain analysierst und es schon im Portfolio hast. Es ist also dann natürlich auch der Overconfidence, Bias und so weiter, der besagt, ah, ich habe das ja im Portfolio, dann will man sich nicht eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat. Also findet man Gründe, warum das schon wieder wird oder warum sich irgendetwas verbessert und so weiter. Schon ist man wieder im irrationalen Handeln drin. Zu guter Letzt ein unglaublich wichtiger Effekt, nämlich hin und her macht Taschen leer. Und ich meine das ganz, ganz ernst. Es geht darum, sich eine Strategie festzulegen. Diese Strategie aufzuschreiben, mit seinen Freunden zu besprechen, von mir aus auf Social Media teilen, mit seiner Familie zu besprechen und sich dann aber auch daran halten, was die meisten Leute machen, sie haben eine Strategie und halten sich nicht dran. Dann sagen sie, oh mein Gott, mein Coin steigt nicht, dann gehe ich in den und so weiter. Und dann switchen sie andauernd her, haben dabei immer Transaktionskosten, laufen immer den nächsten Trend-Effekt hinterher. Da gibt es auch den Herd-Bias, also den Herdeneffekt, dass wir immer andere Leute versuchen zu kopieren. Und das sind alles Gründe, warum du Geld verdienst. Du musst dir eine Strategie ausbauen, dich an diese Strategie halten. Die Besten sind die, die immer diszipliniert eine Strategie verfolgen. Und jede Strategie hat einmal Phasen, in der sie nicht funktioniert. Und in diesen Phasen musst du dabei bleiben. Mir hat mal jemand gesagt, es ist leicht, erfolgreich zu sein. Wenn du keinen Erfolg hast, da zeichnet sich aber die Klasse aus. Denn weiterzumachen, obwohl du gerade keinen Erfolg hast, weil du weißt, langfristig hat meine Strategie einen positiven Erwartungshorizont. Ich muss aber jetzt durch das Tal durch, dann kommt wieder der Berg. Das ist das, was die wahren erfolgreichen Leute machen. Also, das waren die 8 meisten oder größten Fehler, die Leute mit Krypto machen, die ich Leute mit Krypto machen gesehen habe, die Leute unglaublich viel Rendite kosten. Ich hoffe, du hast was aus diesem Video gelernt und vor allem hoffe ich, dass du diese Fehler in diesem Bullrun nicht machen wirst, denn meine Frage an dich, und das kannst du mich in den Kommentaren wissen lassen, was muss passieren, dass Bitcoin einen nochmaligen Zyklus mit fetten Renditen macht? Sind wir mal ehrlich, Bitcoin ist auf 16.000 gefallen, Bitcoin ist jetzt bei 70.000, vielleicht geht es auf 100, 120, 200, 300.000, was weiß ich? Hängt damit zusammen, wie viel Geld gedruckt wird, hängt damit zusammen, wie viele Leute jetzt wirklich in Krypto rein wollen, hängt an so vielen Faktoren, aber der entscheidende Faktor ist, dass jetzt die Wall Street aufgestiegen ist. Und wer nach der Wall Street, nach den institutionellen Investoren, nach den ganzen Leuten, die jetzt die ETFs kaufen, wer soll dann noch einsteigen, um Bitcoin auf 1 Million zu pushen, wenn wir jetzt halt in diesem Zyklus zum Beispiel auf 200.000 kommen? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was mir einfallen würde, sind Zentralbanken und Regierungen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Zentralbanken und Regierungen das machen. Aus diesem Grund heißt es für mich jetzt maximale Strategien, um die fetten Renditen in diesem Bullrun noch richtig mitzunehmen. Und dann gibt es andere Strategien, um mit Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Cashflow-Trades und so weiter weiterhin fette Renditen zu machen. Aber Krypto ist dann vermutlich erst einmal ausgelutscht. Das war's mit diesem Video. Ich freue mich jetzt über dein Feedback. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten.